Heute erkläre ich euch, warum ihr auf gar keinen Fall mit eurer Freundin ins Fitnessstudio gehen dürft. Ja, ein absolutes No-Go. Du meldest dich an mit deiner besten Freundin, zack, direkt 24 Monate, voller Tatendrang. Das allererste, was ihr macht, ihr geht eure neuen Sportklamotten shoppen, weil ihr wollt ja auch gut aussehen im Fitnessstudio. Und was habe ich in meiner jahrelangen Trainertätigkeit mitbekommen? Ganz einfach, Freundinnen ins Fitnessstudio kommen und setzen sich erstmal an die Kaffeetheke. Es gibt natürlich immer einen Grund, warum habt ihr euch angemeldet im Fitnessstudio. Die meisten wollen irgendwie was abnehmen oder fitter werden. Ja, eine schöne Figur bekommen oder eine gute Silhouette bekommen, damit auch der Bikini im Sommer top aussieht. Und oft erlebe ich es auch, dass wenn ich jetzt mal so die beiden Mädels irgendwie so 2 Wochen nicht gesehen habe, weil die andere krank war. Warum bist du denn nicht gekommen? Ja, meine Freundin war krank. Ja, weil wir gehen noch immer zusammen. Macht euch doch frei voneinander. Es ist wichtig, sich gegenseitig zu pushen. Ein kleiner Tipp von mir. Sucht euch eine Freundin, die ein bisschen sportlicher ist als ihr. Weil meistens tun sich immer 2 zusammen, die beide denselben Sportmuffelmodus haben und drücken sich gegenseitig runter. Wenn mal einer keinen Bock hat, dann soll der andere auch nicht gehen. Wenn der andere motiviert ist, geht der andere vielleicht doch mit. Aber in die Stadt gehen, ein bisschen bummeln, ist ja auch ganz schön. Und eigentlich ist ja Kaffee trinken und eigentlich müssen wir heute mal ein bisschen quatschen, weil wir haben uns ja auch jetzt den ganzen Tag nicht gesehen. Und ganz dringend mal quatschen, weil bei der Arbeit ist irgendwas Wichtiges passiert. Puh. Oder ich sehe die eine plötzlich im Fitnessstudio, die andere kommt etwas später, weil Meeting dauerte länger, der Chef wollte noch irgendwie was, Präsentation, will morgen fertig machen. Und dann sitzt die andere Freundin an der Theke mit ihrem Eiweißshake und wartet auf ihre Freundin. Und dann sage ich so, hey, wie wär's denn mal, sollen wir uns nicht schon mal ein bisschen aufwärmen? Oder hier, geh doch schon mal aufs Laufrad, da kannst du schon mal ein Butterbrot abtrainieren. Und ja, nee, ich warte noch. Ja, dann denke ich mir so, okay, dann warte ruhig, aber warum eigentlich? Ihr wartet euch immer gegenseitig zu Tode und ihr demotiviert euch vielleicht zu Tode. Ich sage das jetzt extra, auch wenn es ein bisschen provokant, weil ich habe wirklich sehr häufig erlebt, dass teilweise, wenn die andere nicht gekommen ist, dass schon mal die bereits im Fitnessstudio angekommen ist, dann wieder ihre Sporttasche genommen hat und gegangen ist, weil die Freundin nicht da ist. Bitte nicht abhängig machen von euren Freundinnen, ihr Lieben. Das ist ja auch süß, ich mache das ja auch. Wenn ich irgendwo bin, ich bin mit meiner Freundin unterwegs, dann wir gehen zusammen auf die Toilette, wir gehen zusammen uns den Lipgloss nachziehen, also dieses gemeinsame mit der Freundin alles machen ist ja schön, aber bitte macht solche Dinge echt unabhängig voneinander, weil es bringt euch nichts. Ihr wollt ja auch etwas erreichen. Sucht euch eine Freundin, mit der ihr ins Fitnessstudio geht, die ein bisschen fitter, flotter oder motivierter ist, dass ihr einen Pacemaker habt. Jemanden, dem ihr hinterher rennt, jemanden, an den ihr euch andocken könnt, ohne ihm auf den Sack zu gehen, aber nicht eine gleich starke Person. Es ist immer wichtig, dass man jemanden hat, der vom Status her in gewissen Dingen etwas höher ist, um danach zu streben. Denn nur so entwickelt ihr auch einen Ehrgeiz, nur so entwickelt ihr auch einen Drive und auch einen Flow. Wichtig ist, dass ihr in den Flow kommt, ja? Oder wenn ihr es nicht schafft, gemeinsam irgendwie ins Fitnessstudio zu gehen, dann macht es einfach zu Hause. Es gibt wirklich nie eine Ausrede, warum man irgendwie jetzt nicht irgendwie 20 Minuten lang zusammen trainieren kann. Gibt es einfach nicht. Ja, wenn ihr wirklich darauf abfahrt, mit einer Freundin ins Fitnessstudio zu gehen, dann macht es wirklich unabhängig voneinander. Wenn die eine nicht kann oder Zahnschmerzen hat oder einfach keinen Bock hat oder weil sie Kopfschmerzen hat oder müde ist, es gibt 1000 Millionen Gründe nicht zu gehen, aber es gibt 1 Million Gründe, es zu machen. Macht euch davon frei, geht einfach hin oder trainiert zu Hause. Bei mir gibt es auch in meiner Playlist 50 Millionen Fitnessvideos mittlerweile. Probiert's mal aus, motiviert euch selber. Sagt euch mal, hey, auch wenn ich heute jetzt nicht so viel Bock habe und meine beste Freundin hat gerade auch nicht so viel Lust, probiert's mal aus, sagt ihr mal, ja, okay, du hast heute keine Lust, aber ich gehe heute trotzdem, ich will's heute mal wissen. Was meint ihr, wie die dann gucken wird? Dann sagt sie, ja, okay, eigentlich könnten wir ja und zack, seid ihr beide im Fitnessstudio. Und dann bewegt ihr euch ein bisschen. Probiert's mal aus, ihr Lieben. Ich würde mal gerne wissen, wie das bei euch ist, wenn ihr mit einer Freundin gemeinsam Sport macht. Ich bin mir sicher, bei den meisten klappt das ganz gut, aber es gibt auch eine ganz große Dunkelziffer, bei der es genauso ist, wie ich das gerade erzählt habe, weil das ist echt meine eigene Erfahrung, die ich gemacht habe. Okay, ihr Süßen. Und wo immer ihr auch gerade seid, bleibt immer schön sportlich und ja, abonniert den Kanal.